Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Ja, ich hatte ja gesagt, dass dieser Monster Truck bestimmt gut im Gelände ist. Und deswegen werden wir ihn heute mal im Gelände austesten. Das wird bestimmt geil. Solange man nicht in die... Au! Schön in die Bäume rast. Oh, wir haben unseren Kotflügel verloren. Aber fährt er noch. Okay, jetzt gleich nicht mehr. Ja, das war ein bisschen blöd. Kann man den eigentlich... Tut mir leid. Kann man den irgendwie tunen? Steering Wheel, Racing Wheel machen einmal rein. Hat der sonst irgendwie was Gutes? Ach genau, ihr wolltet mal, dass ich die Dings wegmache. Was sind sie? Coilovers, Coilovers. Die da. Schocks. Die Federung wegmache, das wolltet ihr mal. Dass ich jetzt fahren soll. Jetzt ist sie doch weg, oder? Ist sie jetzt weg? Lol. Juhu. Ganz aufgeregt, der Kleine. Au. Ah, weil das jetzt alles durchfedert. Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott, wo waren das? So. Jetzt dürfte da eigentlich keine Federung mehr sein. Und links, links, links. Ah, der hüpft nur noch rum. Ist ja aber auch nice. Wie sieht das von innen aus? Lowrider. Oh. Nein. Nein. Oh. Unvorteilhaft, wenn man keine Federung drin hat. Ich glaube, wir machen aber mal die Federung wieder rein. Wäre, glaube ich, ganz vorteilhaft. Federung da und da. Nein! Au! Was war das denn? Kommen wir hier hoch? Ja, bis zum Baum kommen wir sogar. Mann, was eine Meisterleistung. Okay, da kommen wir jetzt nicht hoch. Übrigens kommt in den nächsten Tagen, ich habe ja übrigens gesagt, es kommt eine Montage, die kommt bald, die kommt wirklich in den nächsten Tagen, es kam irgendwie, ich komme auch nicht zum Sprechen, irgendwie, ich hatte keine wirkliche Lust darauf, die Montage zu machen, und dann wollte ich mich jetzt auch nicht zwingen, die zu machen, weil wenn man sich dann so zwingt, die zu machen, dann wird das nicht wirklich qualitativ hochwertig. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir, dass sie jetzt nicht heute kommt. Also sie kommt wirklich in den nächsten Tagen. Dann kommt auch in den nächsten Tagen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Let's Play BMG Drive. Ja, genau, auf jeden Fall. Let's Play Battlefield 4 Beta. Ich weiß nicht genau, wie viel davon kommen wird. Ich schätze mal so insgesamt 5 Parts unregelmäßig. Da links will ich lang. Und genau, außerdem kommt noch ein Battlefield 4 Video in den nächsten Tagen. Gut, und dann würde ich mal sagen... Schön hier durch. Der beste Geländewagen, den wir jetzt haben. Und kommen wir da irgendwie durch? Komm, da sehe ich eine Lücke, da sehe ich eine Lücke, da sehe ich eine Lücke. Oh, sie sieht uns auch. Links. Wir können ja mal rechts rumfahren. Müssen wir nur wieder mit der... gut. Müssen wir nur wieder mit der Kurve aufpassen. Die haben wir... Ah, was soll's? Wir nehmen die Kurve nicht. Wir fahren einfach so schön. Au. Wo hat es uns jetzt das Rad weggehauen? Na. Los. Rüber. 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 So. Und dann jetzt können wir ein bisschen langsamer fahren. Nein. Au. Nein. 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 Au. Ja. Knalllupe.
bloß gegen jeden Baum, den du siehst. So, dann rechts. Genau, da kann man ja auch richtig lang durch Wasser fahren. Jetzt wäre immer noch nichts. Okay, jetzt würde so langsam was in die Kabine kommen. Oh. Zurück. Zurück. Na. Abgesoffen. Ich glaube, der Motor ist abgesoffen. Auf jeden Fall haben wir Check Engine. Haben wir an. Oh, da ist Wasser drin, ja. Ich will da hinkommen zu der Leuchte. Kann man hier irgendwie langsamer? Ich glaube, das ist langsamer, oder? Nein. Ah. Ich will, dass man das Check Engine sieht. Jetzt bräuchte ich einen Controller. Alter. Da war's doch. Da könnt ihr es lesen. Nein, kann man nicht, weil es 27 PS. Ah! Und wir waren doch eben schon beim Armaturenbrett. Da, jetzt könnt ihr es vielleicht lesen. Check Engine. Ach, sieht schon geil aus mit dem Wasser im Auto. So. Aber es ist ja nicht unser Ziel, das Wasser in unserem Auto anzugucken, sondern schön Offroad zu fahren. Bis man sich überschlägt. Und ich mache übrigens noch die Motorhaube weg, denn die stört immer ein bisschen beim Fahren, wenn man dann doch mal irgendwo gegen knallt. Boah, richtig Monster Truck Action hier. So, das schaffen wir noch. Perfekt. So geht's. Nein. Aber noch scheint alles okay zu sein. Wo lang geht's denn hier? Ach, was soll's, wir fahren mal woanders hin. Wo kann man denn super Offroad fahren? Wenn hier keine Bäume wäre, ist um einiges schöner. Also besser zum Offroad fahren. Schöner nicht, aber besser. Hier ist doch relativ leer. Oh, hier ist ein See. Schuh. Ich mag F7 immer noch. So, wie viel kriegt eigentlich der Rad? Oh ja, das kommt aber rein. Aber nicht so stark wie bei den anderen Autos. So, ich will jetzt aber wirklich mal was haben zum Offroad fahren. Ich glaube, Offroad kann man hier nicht wirklich fahren. Aber wir können zumindest hier F7. Und jetzt einmal drehen. Und schön gegen das knallen, aber das war nur der Reifen, also ist nichts passiert. Übrigens hat einer gefragt, ob ich mal ohne Reifen fahren kann. Geht leider nicht, man kann nur die Räder entfernen. Man kann nicht nur die Reifen weg. Cool, aber geht leider nicht. Glaube ich zumindest, oder? Ach, wir können ja gleich mal nachgucken. Lol. Nein. Nachgucken. Tires. Geht nicht. Aber wir können. Wo waren das? Wheels. Wo seid ihr, Wheels? Steering Wheel ist schon klar. Wheels, Rear Wheels. Dann haben wir die Small Wheels. Jetzt haben wir einen, der so... Das macht keinen Unterschied. Der ist nur... Der hat eine bessere Feder. Wheel Wheels. Dann nehmen wir mal. Keiner. Stylisch. Woo. Und wir fahren gar nicht mal so langsam. Wir fahren bergab schon 30.
will jetzt nicht sagen, dass das super für das Auto ist, also nicht ausprobieren. Aber lustig ist es. Okay, ich würde sagen, aber wir machen das dann doch wieder ran. Warum haben wir kein Mirror? Left Mirror. Und Monster Rear Wheels. Links. Und jetzt gib Gas. Nicht. Oh. Ja. Perfekt. Egal, dann fahren wir eben da lang. So, erstmal alle nochmal justieren. Und jetzt. Autsch, 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 autsch. Au, oh. Alter, das war krass. Irgendwie, wir brauchen so ein... Ich kann mir ja mal zum nächsten Mal, also zum Morgen, mal eine richtig schnieke Dings runterladen, eine richtig schnieke Map. Einfach mal über den fahren. Eine richtig schöne Offroad-Map. Dann können wir da nämlich ein bisschen testen. Dann kommt du ganz locker rüber. Und dann geht's denn hier. Ganz stylisch da halb rüber. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Jetzt sollen wir Motor checken. Gib Gas! Mann. Schaffen wir es denn hier in First Person ohne Unfall runterzufahren? Schaffen wir es denn hier in First Person ohne Unfall runterzufahren? Komm, ich sag jetzt nochmal, dann schaffen wir es denn ohne First schaffen wir es denn hier First Person ohne Unfall runterzufahren? Mann, sind wir gut. Gleich beim ersten. Schaffen wir es denn hier ohne Unfall runterzufahren in der First Person? Perspektive. Bla 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 bla, schaffen wir es, bla bla bla, kennt ihr schon? Alter. Schaffen wir es denn hier in der First-Person-Perspektive ohne Unfall runterzufahren? Komm, komm. Das war kein Unfall. Mann, sind wir gut gleich beim ersten Versuch. Aua. Das war kuscheln. Wir haben nur mit der Wand gekuschelt. Links, links. Auch nur. Das ist schon eher eine Umarmung. Aua. Und jetzt links. Au. Eigentlich wollte ich da noch kurz davor bremsen. Und wir können ja mal wieder unseren Ibisu Covert auspacken. Na kommt. Nein! Wenn ihr irgendein Tier als Haustier haben könntet, jetzt es muss nicht nur ein Tier sein, das es wirklich als Haustier gibt. Ihr könnt auch zum Beispiel Einhörner nehmen. Was würdet ihr da eigentlich nehmen? Ich würde eine Ente nehmen. Ich finde Enten lustig. Was würdet ihr nehmen? Würde mich interessieren. Wäre doch mal echt interessant zu wissen. Nein! Also könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr da nehmen würdet. Nein, los, los. So, links. Bremsen. Das Problem ist, das Heck steht einfach nicht genug aus, um hier wirklich zu driften. Und beim Porsche 911 können wir ja den Rear Wheel nehmen. Da dürfte es leicht ausscheren. Ja, der ist super zum Driften. Wenn man dann überhaupt nach unten kommt. So, reloaden. Nochmal reloaden. So. Und jetzt schaff was. Fast. Gut.
sollten wir es nur noch einmal. Ja. Oh Gott. Also, gut, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, bitte in die Kommentare schreiben, was ihr als Haustier haben würdet, haben wollt, wenn ihr alles nehmen könntet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.